Heute soll es darum gehen, wie du deinen Facebook- und TikTok-ROAS um bis zu 10, 15, wenn nicht sogar 20% erhöhen kannst, ohne ein Creative zu erstellen und irgendwie deinen Account anzufassen. Also ich habe da auch gleich eine Whiteboard-Session aufgemacht, dann können wir uns das zusammen ansehen, um das ein bisschen verständlicher zu erklären. Und vielleicht noch ganz kurz, warum ich das Video überhaupt hier mache. Ich habe eine Performance-Marketing-Agentur, wir sind Meta-Business-Partner und arbeiten mit 6- bis 8-stelligen Stores im US- und Dachraum zusammen und helfen ihnen vor allem im Bereich Performance-Creatives wie auch Media-Buying. Ich mache dieses Video vor allem für Stores, die im 6- bis niedrig 7-stelligen Bereich sind und einfach kein Data-Team haben, keine jahrelange Erfahrung im E-Commerce haben und wirklich nur durch einen einfachen Trick ihre Neukundenakquise und ihre Social Ads deutlich profitabler machen können. Deswegen lasst uns hier gleich starten. Als kurze Background Story: Wir haben im Oktober letzten Jahres einen Kunden aufgenommen aus den Staaten. Sie verkaufen Bartprodukte und wir haben sie von ca. 25 auf ca. 90.000 in einem Monat oder so raufgeschossen und haben da auch dann eine sehr interessante Erkenntnis gemacht, und ich zeige das auch ganz kurz mal. Genau, und dann sehen wir hier den Umsatz des Novembers, $86.000, aber hier fällt uns dann gleich etwas ganz Komisches auf, und zwar haben wir hier in der zweiten Zeile Honeycomb. Und darum soll es auch heute ein bisschen gehen. Also um das kurz verständlich zu machen, Honeycomb ist ein Plugin, das setzt man in 5 Minuten auf, und was es grundsätzlich macht, es bietet deinem Kunden mehrere Produkte oder ein zusätzliches Produkt im Warenkorbschritt beispielsweise an oder nach dem Kauf, um den Average Order Value zu erhöhen. Wir sehen auch hier, Average Order Value ist von Oktober auf November um 14% gestiegen. Und warum das Ganze überhaupt relevant ist, sehen wir jetzt kurz hier im Whiteboard. Wir alle wissen, dass der ROAS, und ja, ich werde das jetzt mit dem auszeichnen, der ROAS setzt sich zusammen aus Umsatz geteilt durch Adspend. Das heißt, wenn du 255, sagen wir einfach mal, Umsatz machst, geteilt durch 100 Euro Adspend, also du hast an einem Freitag hast du 100 Euro ausgegeben und hast ca. 255 damit gemacht, dann hast du einen ROAS von 2,55. Genau. 2,55 ist natürlich schon eigentlich sehr sportlich, aber vor allem für Tech-Gadgets und auch Fashion kann es manchmal zu wenig sein. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal das an, woraus sich der Umsatz eigentlich zusammensetzt. Sagen wir einfach mal, diese 255 Euro oder Dollar setzen sich aus 3 Sales zu je 85 Euro zusammen. Das heißt, insgesamt hast du einen Umsatz von 255 gemacht. Gut, das jetzt dazu. Aber wenn du es jetzt schaffst, mit einem Plugin wie beispielsweise Honeycomb, oder du versuchst ständig dein Frontend-Offer, das heißt dein Angebot für Neukunden beispielsweise, so zu schnüren, dass du dann einen höheren Average Order Value hast, das heißt, die Leute geben bei dir grundsätzlich mehr pro Kauf aus, dann sieht die ganze Welt schon ganz anders aus. Sagen wir einfach mal, das ist jetzt Oktober, wir installieren das Plugin beispielsweise Honeycomb, oder du änderst etwas an deinem Offer und du kannst deinen Average Order Value von 85 auf 100 Euro erhöhen. So, das heißt, du hast jetzt ca. 17% mehr Umsatz dadurch, aber was sich hier fundamental ändert ist, dass du, wenn du jetzt 3 Verkäufe machst, sagen wir, du machst 300 Euro Umsatz durch 100 Euro Adspend, sagen wir, der Adspend bleibt jetzt hier mal einfach gleich, dann hast du auf einmal statt einem 2,5er ROAS einen 3,0er ROAS. Und das sind dann schon Welten. Das heißt, entweder macht dann hier E-Commerce deutlich mehr Spaß und du kannst höher skalieren, oder deine Neukundenakquise ist zum ersten Mal profitabel. Also definitiv eine ganz interessante Weise, das zu betrachten. Das musst du auch so, umso länger du im E-Commerce bist, desto mehr musst du versuchen, dein Frontend-Offer und vor allem deine Neukundenakquise so profitabel wie möglich zu machen. Und es ist einfach schwierig, vor allem in diesen Zeiten mit höheren Advertising-Kosten, alles, was in der Welt momentan abgeht, das muss man ja niemandem erzählen. Und vor allem durch solche kleinen Hacks, und ich halte echt nicht viel von Hacks, aber durch solche kleinen Tricks kannst du dir einfach viel mehr Runway kaufen. Warum mehr Runway? Naja, wenn du deinen Average Order Value, also deinen durchschnittlichen Warenkorbwert, von 85 Euro auf 100 Euro anheben kannst, mit so einer simplen Methode,
dann gibt es dir einfach viel mehr Runway in der Neukundenakquise. Das heißt, wenn du mit 85 Euro beispielsweise 20 Euro, sagen wir 25 Euro ausgeben kannst für einen Kunden, kannst du mit 100 Euro durchschnittlicher Warenkorbwert deutlich mehr ausgeben. Das heißt, auch wenn du nur 5 Euro pro Kunde mehr ausgeben kannst, sind das Welten. Vor allem auf einer Scale, wenn du mal in 6-stellige Adspends gehst oder 7-stellige, dann machen solche marginalen Unterschiede extrem viel aus und können tatsächlich über Scale oder Go Broke entscheiden. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, seine Social Ads und vor allem seine Acquisition Funnels, das heißt, wie du deine Produkte über Social Ads verkaufst, so zu gestalten, dass dein durchschnittlicher Warenkorbwert möglichst hoch ist, während deine Conversion Rate natürlich auch möglichst hoch ist. Und genau mit solchen Mitteln schaffst du das. Ich mache das Video hier vor allem für die, die kein Data-Team haben und nicht jahrelange Erfahrung im E-Commerce haben, aber einfach durch einen schnellen Fix ihren Average Order Value erhöhen können. Und wir können uns das auch ganz kurz ansehen. Und du kannst dieses Plugin hier einfach in Shopify installieren, einfach Shopify Apps gehen und dann Honeycomb eintippen, installieren. Das ist mega günstig, also ich finde schon fast nachgeworfen, für 50 Euro pro Monat fängt das hier schon an. Und wie wir gesehen haben, das kann dir bei 86.000 Euro Umsatz bereits ein extrem hoher Return on Investment. Deswegen ist das eigentlich ein Must-Have für alle Stores, die wir eigentlich so in der Anfangsphase schon betreuen. Und vor allem, die auch mehrere Produkte haben. Deswegen absolute Empfehlung hier von mir. Wir sind nicht mit denen affiliated oder so. Aber ich fand es einfach so hilfreich, dass ich diesen Tipp teilen wollte. Was ich dir raten würde, wäre es zu testen zwischen Add-to-Cart-Upsell und Post-Purchase-Upsell. Bei uns funktioniert tendenziell der Add-to-Cart-Upsell deutlich besser. Deswegen magst du vielleicht mit dem gleich anfangen. Genau, und dann installierst du das einfach, setzt es auf, dauert circa 5 Minuten, weil die haben auch so AI-basierte Recommendations, deswegen mache ich hier kein Tutorial. Und dann lässt du das einfach mal für einen Monat laufen. Schau, was passiert, und ich kann mir vorstellen, dass du dann am Ende des Monats deutlich mehr Umsatz gemacht hast und einen deutlich höheren Average Order Value eingefahren hast, nur durch diese 5 Minuten Arbeit. Deswegen absolute Empfehlung von mir. Wir sind nicht mit denen Affiliate oder so, aber ich finde das Plugin einfach so geil, dass ich das mit euch teilen wollte und ich hoffe, es hilft. Genau, und das war es dann eigentlich auch schon mit dem kurzen Video hier. Es soll, wie gesagt, nur einfach ein kurzes Tipps und Tricks Video sein, wie wir einfach mit unseren Kunden bessere Resultate erzielen können, vor allem in den Anfangsstadien. Und ja, es soll dir auch einen Perspektivenwechsel geben, weil du nicht immer nur im Ad-Account sitzen musst, jeden Tag neue Creatives testen, und verstehe mich nicht falsch, Creatives sind definitiv der größte Hebel im Social Ads Bereich, aber E-Commerce geht eben noch viel weiter. Das heißt, alles, was du auf deiner Seite machst, wie du die Conversion Rate optimierst, wie du dein Frontend Offer optimierst, ist einfach ausschlaggebend für den Erfolg deiner Social Ads. Und deshalb hoffe ich, dass das Ganze hilfreich war, und wenn du Fragen hast, kannst du mir immer schreiben. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Video.